Moin Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf meinem Brettspielkanal. Ich bin der Chris und heute habe ich mir einen bezaubernden Gast eingeladen. Die Rita Model ist heute da, denn wir machen heute den Brettspielslam. Hi Rita. Ja, schön, dass ich da bin. Ja, schön, dass du der Einladung gefolgt bist, den kleinen Spaß hier mitzumachen. Wie gesagt, wir sind heute in dem Brettspiel-Slam unterwegs und vielleicht nochmal eine kurze Erklärung, was der Brettspiel-Slam ist. Also, ihr kennt das vielleicht, es gibt ja so Poetry-Slams und es gibt dann auch so Slams, bei denen Leute einen Vortrag halten mit einer Präsentation und einem Thema, von dem sie eigentlich keine Ahnung haben. Und so ein bisschen in abgewandelter Form wollen wir das heute hier auch machen. Und zwar haben Rita und ich jeweils zwei Spiele vorbereitet für den Gegenüber und diese Spiele. Von denen wissen wir nicht, ob der Gegenüber sie gespielt hat oder nicht. Und wir zeigen euch gleich, um welche vier Spiele es sich handelt. Und dann machen wir einen kurzen Cut und versuchen dann 5 Minuten auf Boardgame Geek so viel wie möglich über diese Spiele zu recherchieren. Und danach wollen wir dem anderen das Spiel ein bisschen erklären, ein bisschen sagen, wie ihm das gefällt. Und ihn natürlich dann aufs Glatteis führen. Und dann wollen wir mal schauen, ob das klappt und ob wir so souverän auftreten können, dass keiner merkt, dass wir das Spiel vielleicht gar nicht gespielt haben. Und da seid ihr natürlich auch gerne eingeladen, mitzuraten und ja, zu gucken, ob wir euch auch überzeugen konnten. Ja, Ja, Rita. ich habe beide Spiele natürlich gespielt. Ja, das wollen wir mal gucken. Ich habe natürlich auch beide Spiele gespielt. Und welche Spiele hast du mir denn mitgebracht? Ja, ich habe dir das wundervolle Little Town von Yellow mitgebracht. Tolles Spiel, kann ich schon mal sagen. Ja, Von Hook. es ist einer meiner Lieblingsspiele. Also, Ja. das wird einfach, ja. Ich habe natürlich vorher recherchiert, ob du da schon mal Rezensionen drüber gemacht hast. Ah. Ich habe nichts gefunden. Ja, das sind ganz geheime Videos gewesen. Ja, So, ich mal bin gucken. gespannt. Ja, ich habe, Ja. also vielleicht noch mal kurz, bevor ich meine Spiele vorstelle. Dich kennt man ja hauptsächlich als Spieleautorin von King of 12 und Men at Work und Council of 12 und so. Aber du hast natürlich auch ein neues heißes Spiel im Köcher, oder? Ich habe mal bei BGG geguckt. Zwergendorf soll 2022 erscheinen. Da sind wir ja ziemlich gespannt drauf. Magst du irgendwie vielleicht einen kurzen Teaser geben? Ja, also ich bin auch sehr gespannt drauf, weil es geht tatsächlich im Juni in Druck. Das heißt, es ist quasi die Endphase. Ich weiß nicht, wann das Video rauskommt, aber vielleicht ist es dann schon gedruckt. Ich weiß es nicht. Und es ist ein Zwergen-Zieh- und Zeichenspiel. Bei Skellig Games erscheint das und es wird sogar in Deutschland produziert. Cool. Und es ist ein Draft and Write. Das heißt, wir haben Karten und bekommen dann Ressourcen, müssen die eintragen. Aber das Besondere ist, es gibt einen Vermehrungsmechanismus. Also wir haben Kartenphasen und dann gibt es aber auch Produktionsphasen. Und bestimmte Ressourcen vermehren sich automatisch. Das heißt, du musst gucken, ob du deinen Platz, den du hast, der ist natürlich begrenzt, ob du den zum Überlaufen bringst und viele Minuspunkte generierst oder ob du mit dem Platz gut haushaltest. Es gibt da natürlich auch drei Kartenarten, die Siegpunktkarten, dann die Ressourcenkarten und die Karten, wo man sich wieder so ein bisschen ausbremst. Also du musst quasi so den Peak finden, wann ist es jetzt gut und wann läuft es über. Und natürlich musst du das alles so anordnen, dass es Punkte bringt. Also es ist auf jeden Fall ein Kennerspiel, kann ich sagen. Ah, cool. Ja, sehr gespannt drauf. Ich habe schon mal bei BGG ein bisschen geluschert und so. Es klingt sehr vielversprechend. Also, und du sagst, im Juni wird es gedruckt. Dann, wann können wir dann ungefähr mit Release rechnen? Zur Messe Also erst oder früher es zur schon? Messe auf jeden Fall, ja. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, weil das ist mein erstes Kennerspiel und das ist das Spiel, bei dem ich jetzt seit 3 Jahren dran arbeite. Oh, Also es ist auch okay, das ja, Spiel, wo krass. ich wirklich am längsten dran sitze und wehe, findet das nicht gut. Ja, das wird schon. Ich bin zuversichtlich. Definitiv. Das wird bestimmt gut. Ja, cool. Ja, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Bin ich echt gespannt. Aber gute Spiele habe ich natürlich auch mitgebracht. Die Ja. hast du dir ja sicherlich auch gespielt.
Denn wir haben hier ein Aquarium, was du mir gleich einmal erklären könntest und von berichten könntest von deinen ganzen Partien, die du da schon hinter dir hast. Und als zweites habe ich hier die Suche nach Planet X. Da hast du ja sicherlich Planet X auch schon 100.000 Mal gefunden. Da bin ich Ja, wirklich nicht gespannt drauf. 100.000 Mal, aber ein paar Mal schon. Ein paar Mal schon, ja. Okay, sehr gut. Ja, ich würde sagen, dann machen wir kurz einen Break und gehen kurz in die Recherche und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Wir haben jetzt mal uns genau 10 Minuten genommen. Ich möchte nicht sagen, wer die 10 Minuten auch vollständig aufgebraucht hat und wer nicht. Aber ja, gucken wir mal. Wer willst du anfangen, Rita, oder soll ich anfangen? Das darfst du dir Du mal aussuchen. an, fang du mal an. Okay, dann fange ich an. Ja, Also, okay. ich würde gerne anfangen mit Flotter Dreier. Ja. Das hast du mir ausgesucht. Und ja, das ist da definitiv ein richtig cooles Spiel. Das ist beim Huch Verlag erschienen. Und ja, die letzten Male, als wir das gespielt haben, es hat halt extrem viel Spaß gemacht. Also, steht auf der Packung und dass man das zu viert spielen kann, aber eigentlich kann man das Steht auf auch der ja mit Packung. unterschiedlichen Spielkonstellationen spielen. Das macht dann nicht so den Unterschied. Also, ne, und man muss das halt ungefähr sich so vorstellen wie Just One. Also es ist so, es werden immer Karten aufgedeckt, es wird immer eine rote Karte aufgedeckt und es wird eine blaue Karte aufgedeckt und das sind dann in Kombination ergeben die dann ein Wort und da wir es hier ja mit Flotter Dreier zu tun haben, ist das so ein etwas verruchtes Wort dann. Also es kann dann zum Beispiel sein, dass da steht erotisches Möbelstück oder sowas und dann geht es darum, dass die Spieler ja möglichst eine Antwort geben müssen. Also sie müssen sich dann ein erotisches Möbelstück ausdenken und dann macht jeder das im Geheimen und dann möchte man möglichst eine Antwort finden, die die anderen auch gefunden haben, weil man dann ja sehr viele Siegpunkte bekommt. Aber man muss halt, also das ist so dieses Just One-Prinzip nur quasi umgekehrt und das ist aber auch relativ gefährlich, weil man möchte ja, man muss halt aufpassen, was für Wörter man sich ausdenkt, weil wenn dann irgendwie niemand diese Wörter hat, dann verliert man halt Punkte so oder bekommt gar keine Punkte. Das kann ganz witzig sein, vor allen Dingen ja mit diesen Begriffen muss man halt gucken, dass man in der richtigen Stimmung dafür ist, vielleicht irgendwie ein bisschen auch was getrunken haben. Ich glaube, dann kommt das irgendwie noch ein bisschen lustiger. Definitiv ein ganz cooles Spiel. Ja, hat aber tatsächlich irgendwie nicht so den Anklang hier in der Brettspielgemeinde gefunden bisher. Ich habe das noch nirgendwo irgendwie auf Kanälen gesehen, aber ja, kann man auf jeden Fall mal einschieben, würde ich sagen. Okay, ich kann jetzt eine Rückfrage stellen, ne? Ja, das darfst du gerne machen. Also, wie läuft jetzt das nochmal ab? Du hast hier zwei Karten. Ja, eine Ich blaue und lese eine zwar hier, rote. genau, da steht zum Beispiel hier abartige und dann steht hier Aktionen für den Junggesellenabschied. Und dann? Dann muss man sich eine Antwort ausdenken Okay. zu diesem Begriff. Ja. Okay. Darf ich schon lösen? Du kannst gerne lösen, ja, wenn du möchtest. Also, ich gehe mal Also, stark davon aus, ja. dass du das Spiel nicht gespielt hast. Man Warum? muss sich nämlich drei Antworten je Begriff Ach so, aussuchen. ja, okay. Ja, okay. Das wusste ich nicht. Scheiße. Okay, konnte ich dich leider nicht aufs Glatteis führen. Das ist sehr schade. Aber ja, ich habe es tatsächlich Ja, nicht gespielt. Das stimmt. also abgesehen davon, also es ist wirklich sehr, sehr lustig. Ich habe das im Ausverkauf, habe ich das mal mitgenommen. Wir haben das einmal gespielt. Das ist natürlich ein klassisches Party-Absacker-Spiel, wie du schon gesagt hast, mit was trinken. Und es war sehr, sehr, sehr lustig. Also, wenn ihr das mal findet für einen Schnapper, dann auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, ich habe das auch falsch gesagt mit dem, wenn man, das ist doch so, wenn man die gleichen Antworten hat, dann kriegt man Punkte. Und wenn Genau. man, wann kriegt man keine Punkte? Das ist irgendwie Wenn du doch, keine gleichen Antworten hast. ja, ich habe bei BGG auch irgendwas gelesen mit, und dann kriegt man keine Punkte, aber das habe ich dann schon wieder vergessen gehabt, als ich das eben sagen wollte. Aber okay, man kriegt halt, ja, ist auch nicht so wichtig. Man kann sich das ja ungefähr vorstellen, wie das funktioniert, würde ich sagen. Genau. Ja, cooles Ding. Ja, hast mich ertappt. Dann bin ich mal gespannt auf
Okay, du mich besser in das Licht führen kannst. mit was soll ich anfangen? Lass es dir aussuchen. Ah, weil du beide so gut gespielt hast, dann würde ich mal gerne das mit die Suche nach Planet X Ja. anfangen. Also, ich habe das ein halbes Mal gespielt, weil ich habe angefangen und was ich nicht wusste, es ist ein Deduktionsspiel und ich hasse Deduktionsspiele. Oh, okay. Ich bin darin nicht gut und ich werde auch nicht mehr gut. Und dann habe ich das gespielt und irgendwann haben wir abgebrochen. Das hat auch eine App, die musste man sich dann erst runterladen, was dann auch noch mal blöd war, weil wir kein WLAN hatten. Und ja, was machst du halt? Du musst halt Planet X suchen und du musst auch verschiedene Asteroiden suchen und so weiter. Und es ist klassisches Deduzieren, wo du halt du bekommst Hinweise und musst halt dann deduzieren, wo was ist, und du spielst gegeneinander. Genau. Ja. Darf ich da noch eine Rückfrage zu stellen? Klar. Was, diese App, die du da installieren musstest, Ich habe die nicht installiert. musstest du die installieren, oder wäre es auch möglich gewesen, dass die nur bei einem installiert ist? Oder wie funktioniert das? Also wie läuft das bei dieser App? Also bei uns hat es nur einer installiert. Und dann konnte man das spielen. Ja. Okay. Ja, sehr gut erklärt. Ich weiß nicht genau, ein halbes Mal hast du das gespielt? Ja. Ist das schon? Also ja, es stimmt, es ist ein Deduktionsspiel. Und man muss Planet X finden und man muss auch Asteroiden finden, das stimmt. Und es gibt eine App, das stimmt alles, was du gesagt hast. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass du das gespielt hast. Muss ich ganz ehrlich sagen. Warum? Weil ich glaube, dass wenn du es gespielt hättest, du noch ein bisschen tiefer ins Detail über den Mechanismus gegangen wärst, was man da so macht und wie das funktioniert, dass man zum Beispiel auch nicht nur den Planet X finden muss, sondern man muss auch immer finden, was neben dem Planeten X ist, zum Beispiel. Nein, Hast du es denn gespielt? weil Okay, aber das stimmt also, dass du Deduktionsspiele hast. Okay, ja gut, okay, das kann man verstehen. Nicht Social Deduction, Deduktionsspiele. Die Also rein. sowas wie, ja, sowas wie Werwolf und so mache ich natürlich schon, weil das natürlich lustig ist, aber so reines so So Hinweisen cryptic. nachgehen. Ja, ich mag auch Rätselspiele nicht. Also so Oh, diese okay. ganzen Exit-Spiele. Also ich Oh, stehe nicht so auf okay. Rätsel. Okay, ja gut. Ja. Ist ja auch Ja. Geschmackssache, ne? Aber definitiv eigentlich ein ziemlich cooles Spiel. Also wenn du Es Deduktionsspiele mögen hat auch, würdest, dann ja. müsstest du dir das auf jeden Fall mal angucken. Es hat auf BGG sehr gute Bewertungen. Also wenn ich Deduktionsspiele mögen würde, würde ich das auf jeden Fall spielen wollen. Ja, sehr gut. Ja, cool. Ja, okay, hast du nicht gespielt? Habe ich dich ertappt? Was sollen wir machen? Ja, Soll ich weitermachen? auf jeden Fall mit dem hier, Little Little Town. Town. Little Ja, Little Town. Town. Little Town, das ist ein grandioses Spiel für 2 bis 4 Spieler. Soll ja so ein bisschen, also es gab immer so die Fraktionen, die gesagt haben, Little Town oder Tiny Towns. Ich war immer so tatsächlich eher der Tiny Towns Vertreter, weil ich so bei Little Town immer so ein bisschen das Problem hatte, dass wir dort nicht unser eigenes Board haben, sondern dass da ja jeder irgendwie seinen Worker auf das gemeinsame Board stellt. Und bei Little Town ist es ziemlich cool, das ist so ein Spiel, es läuft über 4 Runden und dann versuchen wir mit unseren 3 Workern, die wir haben, die versuchen wir immer ja irgendwo aufs Board zu setzen und dann bekommen wir die Ressourcen, die da angrenzend drum sind. Das sind, glaube ich, 8 Felder, wo man dann Ressourcen zu bekommt. Oder man kann halt auch damit Gebäude aktivieren. Und man kann auch zum Beispiel Gebäude aktivieren, die der Gegner gebaut hat. Dann bekommt der Gegner was. Und es ist halt so ein wirklich ganz schönes, kleines, ja, wie soll man das sagen? Man baut sich halt so dort die Aktionen mit diesen Häusern zusammen und versucht dann so ein bisschen
mit dem Gegner zusammen da diese Stadt zu bauen. Und das ist schon ganz schön, aber insgesamt war ich nicht so richtig überzeugt und bin dann eher bei Tiny Towns geblieben, wegen diesem gemeinsamen Board. Hatte dann irgendwie, ja, weiß nicht, hat mir nicht so gut gefallen, aber trotzdem war das ja, glaube ich, sogar auf der Empfehlungsliste, oder? Irgendwie letztes Jahr beim Spiel des Jahres, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall ziemlich gut angekommen insgesamt. Ja, das würde ich sagen, ist zu Little Town zu sagen. Das ist jetzt schwer, weil ich war mir eigentlich schon sicher, dass du es nicht gespielt hast. Aber Tja. du hast es schon ganz gut erklärt. Ich würde aber sagen, du hast es nicht gespielt und zwar aus einem Grund, Warum? weil du Tiny Towns besser findest als Little Town. Und hättest du Little Town gespielt, wüsstest du, dass Little Town besser ist. Du hast dich ertappt. Das ist genau der Grund. Ich habe tatsächlich nur Tiny Towns gespielt und das war Shit. Mit dem Argument hätte ich das Argument nicht gebracht. Wäre ich vielleicht durchgekommen. Ja, du wärst Ja, so ein fast Ärger. durchgekommen. Du wärst Ja. fast durchgekommen. Das war knapp. Das war knapp. Ja, also wie gesagt, schaut euch dieses Spiel an. Das war vor, wann war das, 3 Jahren? War das meine Top One Ja. an Spielen. Also es wirklich, es hat mich echt fasziniert, dieses Spiel. Sehr cool. Ja, das muss ich mir wahrscheinlich doch nochmal angucken, ne? Ja, solltest du. Ja, mache ich vielleicht nochmal. Dann, ja, das ist sogar, aber das ist voll die gute, das ist so ein guter Hinweis, dass wenn man dann so Spielevergleiche stellt und dann das eine nicht gespielt hat, dann darf das auf keinen Fall schlechter, darf man das auf keinen Fall als schlechter darstellen lassen. Ich habe Ja, tatsächlich okay. beide gespielt. Ich fand Tiny Towns auch gut, aber Little Town war um Längen besser. Ja, ich Ja, finde ja. bei Tiny Towns, ja, ich finde, Ja, da wie gibt gesagt, es, du hast es nicht ja. gespielt. Du weißt ja gar nicht, wie gut es ist. Aber es gibt bei Little Town gibt es Downtime, oder? Nee, das geht Spielen alle super fix. gleichzeitig? Nee, es geht schon der Reihe nach, aber es geht sehr fix. Aber das Krasse ist, du hast so eine krass gute Interaktion in dem Spiel, weil du dich halt wohin platzieren kannst, wo sich halt jemand hinstellen konnte, der halt voll viel absahen hätte können. Und du bist halt, und da musst du natürlich ständig gucken, dass du deine Worker versorgst. Also du baust dir nicht nur was auf, du musst auch noch deine Worker auch noch füttern. Und du bist ständig so in diesem Zwiespalt und dann kommen die anderen dir noch in die Quere. Also ich fand das Okay. richtig, richtig gut. Na cool. Ja, werde ich noch mal ausprobieren müssen. Ja. Definitiv. Ja, hast mich wieder erwischt. 2:0 schon. Nee, 2:1 schon. 2 zu 2 zu 1. 1, ja. Was ich befürchte, es wird ein Unentschieden. Aber mal gucken, ob ich das jetzt Hallo, ich habe noch gar richtig. nicht angefangen. Mal gucken. Dann sag mal was zu Fayum. Wie findest du denn Fayum? Ja, Wie hat dir abgesehen das davon, dass gefallen? ich den Namen bei Boltkin falsch eingegeben habe, was noch gar nichts Ja, aussagt, ja? genau. Abgesehen davon, ich finde es vom Artwork, wir spielen in Ägypten und wir wollen das Respekt des Pharaos. Und ich finde halt, die Grafik ist halt, ich habe das einmal gespielt und die Grafik hat mich halt nicht angesprochen. Also das Cover finde ich noch ganz okay, aber der Plan, der ist halt schon so ein bisschen. Ja, altbacken. Und was noch dazu kommt, es ist ein Deckbilder, wo du dir halt so eine Engine aufbauen musst. Und Deckbilder mag ich jetzt auch nicht so gern. Außer Dominion, weil das halt so das erste war. Aber mit weiteren Deckbildern kann ich halt jetzt irgendwie nicht so viel anfangen. Und du musst halt da auch super viel planen. Und klar sieht es baut sich dann alles auf und dann liegen da zum Schluss schöne Sachen auf dem Spielbrett. Aber ja, es ist halt ein Deckbilder. Schau nicht so blöd! Ja, das willst du noch weiter erzählen über dieses Und Spiel? es hat einen Solo-Modus, was mich auch überhaupt nicht interessiert, weil ich nicht Solo spiele. Okay, es scheint dir ja wirklich richtig gut gefallen zu haben, als du es gespielt hast. Wenn du es gespielt hast. Aber ich glaube tatsächlich, also mein Tipp ist, du hast es nicht gespielt.
Ist das korrekt? Warum das jetzt? Weiß ich nicht. Habe ich so Ja, einfach den Live-Vermutung. ich habe es natürlich nicht gespielt. Ich wollte das Spiel jetzt auch gar nicht schlecht reden, weil ich den Friedemann Friese voll gern mag. Das tut mir voll leid. Das Sorry. ist auch tatsächlich einfach ein extrem cooles Spiel. Wir haben es gestern gerade erst wieder gespielt und ja, du hast schon recht, ne? Also es sieht halt richtig scheiße aus. Es sieht halt wie so ein typisches 2F-Spielespiel, was man einfach eigentlich mit Geschenkpapier einwickeln müsste, damit man das erst Oh spielen kann. nee, der, wie heißt es? Fabelsaft sieht cool aus. Ja, das kenne ich tatsächlich nicht. Oh, Ja, das hätte sieht ich gut das aus. Ist nicht. das ein 2F-Spiel? Das sind zwei Spiele. Also Ach, für stimmt, ja, alle doch, ja. Zukünftigen, die dieses Format mitspielen, er hat Fabelsaft nicht Ich gespielt. werde Farbe Saft bis dahin spielen. Ganz durch? Haha. Aber sonst, ja, ist halt mega cool. Du hast schon gesagt, das ist ein Deckbilder und ja, das stimmt auch. Und wir kaufen uns hier die ganze Zeit Karten vom Markt und die Karten werden im Markt auch immer stärker. Das ist ziemlich cool, weil am Anfang hat man erstmal so ein paar schwache Karten und dann muss man sich immer entscheiden, wenn man sein Deck durchgespielt hat, wie viele Karten von seinem Deck man wieder auf die Hand nimmt. Und man muss die halt in der gleichen Reihenfolge wieder zurück auf die Ja. Hand nehmen, wie man sie auch ausgespielt hat. Und das macht ja halt. Ist das halt sehr knifflig. Und dann ist es ja auch so, wir bauen hier auf dieser Karte, das sieht man hier vielleicht so ein bisschen, bauen wir halt gemeinsam eigentlich die Infrastruktur auf. Das heißt, da entsteht dann einfach ja so eine Stadt mit Siedlungen und Städten und so, bis das dann alles voll ausgebaut ist. Und ja, ich finde, das macht richtig, richtig Spaß. Ich finde es ein ziemlich cooles Ding. Ja, aber tatsächlich in einem anderen Gewand wäre es, glaube ich, auch noch deutlich erfolgreicher Ja, gewesen, wenn wie ich ein gesagt, bisschen. das Cover finde ich cool. Ja, das Cover ist Und wirklich ganz cool, ja, aber der Plan ist auch so, ne? Ich weiß nicht. ja, ist natürlich auch eine Kostenfrage, ne? Das, Ja. ja. Also ist dann tatsächlich auf meiner Want-to-Playlist Ah, oder steht cool. immer noch auf meiner Want-to-Playlist. Ja. Tatsächlich. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Verdammte Axt. Ja, hättest du mal, dann hättest du Hättest du eben mal. mich nicht in das Licht führen können. Ja, dann steht es tatsächlich 2-2. Das heißt, wir haben Ja. ein grandioses Unentschieden. Der Sieger hätte eigentlich einen virtuellen Startspieler-Token gewinnen Voll können. Also krass. für ja, richtig cooles Gimmick. Aber wir müssen dann halt nächstes Mal, wenn wir mal irgendwas zocken sollten, müssen wir es halt dann wie auf herkömmliche Art und Weise ausknobeln. Ja. Da kriegt keiner den Startspielervorteil. Ja. Ja. Sehr schön. Das war's Meine, eigentlich. Dann ja. sind wir durch. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, war voll lustig. Wo du mir die Titel gesagt hast, dachte ich mir schon, Scheiße, habe ich beide nicht gespielt. Und Scheiße sind auch noch ein bisschen umfangreicher. Weil ich hab dir schon was Billiges hier Ja, das stimmt. vorgelegt, ne? Ja, Hier, das stimmt. wenig Regeln und so. Ja, das Ne? stimmt. Ja, es war ein bisschen gemein tatsächlich. Aber Ja, voll. ich hatte Voll. eigentlich gedacht, ich wusste nicht, dass du Deduktionsspiele nicht magst. Und ich dachte halt, ja, das könnte sie gespielt haben. Ich wollte halt auch Titel nehmen, die du vielleicht gespielt hast, die auch sehr beliebt sind. Ja, wie gesagt, Fayum hätte ich Fast, theoretisch schon ja. fast gespielt. Ja. Ja. Naja, nächstes Mal vielleicht. Ja. Sehr gut. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war sehr, sehr lustig. Ja, danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Der beste Gast bisher, wenn ich mal andere Kanäle zitieren darf in Ach diesem so, ja, Moment. der Running Gag. Ja. Okay, und dann ja, wünsche ich dir noch, ich weiß nicht, wann wir das ausstrahlen, aber ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Restmontag, nämlich wir haben das an einem Montag aufgenommen. Und dann sehen wir uns bestimmt bald. Und ja, an euch Zuschauer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und wenn ihr jetzt noch weiter ein bisschen Zeit habt für ein weiteres Video, guckt doch gerne noch was. Ich habe noch, ja, hier ein gespielt Video für euch und noch ein Video, was der YouTube-Algorithmus euch vorschlägt. Das muss gut sein. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.